Herzlich willkommen zu meinem Videoblog, liebe Freunde. Ich befinde mich auf dem Christopher Street Day am 4.7. in Köln. Und ja, ich bin ja hier eingesprungen als Miethure für meinen guten Freund und Mucker-Kollegen Peter Heimann, spiele gleich bei Corbeat auf der Bühne am Heumarkt. Aber jetzt erstmal die Parade. Hier sehen wir Frau Scheinemakers in einem sehr, sehr fashion Style. Und ja, schnell. Ja, und ich guck mal einmal. Ist er nicht süß? So, gucken wir noch mal auf der Bühne noch einmal, was da so geht, was da so Phase ist. Und ihr wisst gleich Bescheid. Die Band nochmal und ich sage jetzt mal vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist die Olle, die bei Stefan Raab mal irgendwie einen fünften Platz gemacht hat und so und macht jetzt hier halt populistische Sachen wegen dem Finale und so. Stehe ich ja gar nicht drauf. Oh, The Gossip Cover. Na, das braucht ja nun wirklich kein Mensch, oder? Mein Kreislauf ist unten. Ich habe ja erzählt, dass ich nur 2 Stunden geschlafen habe und so. Also mein Kreislauf ist so weit unten. Aber wir nehmen entgegen, nehmen wir noch einen Kölsch-Trick, was? Ja, sir. Ja, sicher. Kölsch. Ich liebe eine Mensch, das ist Margarete Schreinemakers. Sie hat da mit Jürgen von der Lippe rumgehoppelt. War auch mal cool, bis sie dann natürlich ihre Steueraffäre im Sat.1-Fernsehen öffentlich machte. Mitte, Ende der 90er und dann war es vorbei mit ihr. Jetzt ist sie hier in einem bunten Kostümchen mit Karotten. Ich habe einen Schuss bekommen, als ich sie gesehen habe. Die sind so jung, sie haben jetzt gerade Schulferien. Das sind ja die meisten. Aber ihr seht gut aus, das muss ich aber sagen. Ja, Schulferien haben wir alle nicht mehr, aber man kann nicht kaufen. Nicht nur Kölsch trinken, auch Kölnisch Wasser benutzen. Kölnisch Wasser benutzen. Okay. Tja, das war jetzt Georg Uecker. Der sieht auf jeden Fall von nah noch kranker aus. Was hat der gute Mann gewusst? Ist sehr sympathisch. Sehr sympathischer Mensch. So wie ich. Aber wir wollen alles. Wir wollen gleiche Rechte, liebe Freundinnen und Freunde. Jo, liebe Freunde, wir haben mitten unter vielen Schwulen jetzt Kapitel 2 meiner kleinen Corbeat-Exkursion auf Christopher Street Day in Bielefeld diesmal. Gerade spielt sich Rosenblond, eine Rosenstolz-Coverband, die Welt braucht. Warm. Und im Hintergrund ist wieder viel Trommelei für die Rechte der Schwulen und Lesben, nicht wahr? Ist ein bisschen kleiner als letztes Mal in Köln, nicht wahr? Und hier sehen wir Rosenblond noch mal kurz einen Einblick. Wir schauen gerade einer lesbischen Trommlergruppe zu. Hat man uns gesagt. Es gibt Schöneres. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass so eine Kampflesbe wesentlich härter auf die Trommel haut als so eine Tucke. Aber bei Lesben gibt es ja wenig Tucken. Also wenn, dann sind die ja auch schon alles. Ich meine jetzt eine schwule Tucke. Guck mal da. Oh,
Tschüss. 7 Uhr in Bielefeld. Ich habe aufgelegt. Die Kamera ist jetzt alle.